Angeht euch an wie uns, nur wärmer. Und wer sind diese drei Männer, die sich trotz ihres hohen fortgeschrittenen Alters noch auf die Bühne trauen? Es sind die Ärzte aus Berlin, die verdammt nochmal beste Band der Welt! So, das musste mal gesagt werden. Auch für das MTV-Publikum da draußen. Moment mal hier. Könnt ihr mal so, ihr wisst schon, diesen albernen Laola-Scheiß machen? Von vorne nach hinten. Hey! Okay, okay, da machen nicht viele mit. Wir sind Bela, wir sind nicht mehr angesagt. Lass es auflösen. Farid, wir haben noch 90 voll rockige Minütchen. Okay, wir versuchen es nochmal. Bitte macht mit und wenn es nur aus Mitleid ist. Hey! Ah, die Mitleidsmasche zieht schon besser. Und mit dieser Mitleidsmasche hat sich auch ein Mann in die Band gemogelt. Meine Damen und Herren, unser Quoten-Chilene Rodrigo Gonzalez! Und er war schon vor seiner Geburt ein Waisenkind. Bela the Cowboy Bang! Und wisst ihr, warum er heute so aussieht? Weil er hat gestern aus meiner Garderobe folgenden Song gehört. Ich will einen Cowboy als Mann. Und warum, Farid, hast du diesen Song gesungen? Na, weil Rockrendezvous von dir ist. Richtig. Meine Damen und Herren, heute Abend zum letzten Mal in seiner heterosexuellen Verkleidung. Fahr ihn nur auf! Und jetzt die Mutter aller mit Klatschlieder! Nee, die Stiefmutter! Bela, wie kommst du nachher wieder hoch? Schaff ich schon! Ich traf eine Frau in einem Irish Pub. Sie zeigte mir ihren Arsch, wir hörten Reggae Dub. Wunderschön, ich dachte, das wäre sie. Ich wusste heute Nacht, die Garantie ist schief. Nach einigem Geplänkel gingen wir zu dir. Ich wollte nur noch eins und war bereit dafür. Sie war jung und wunderschön und sie gab mir zu verstehen. Sie wollte erst einmal meine Bietasche sehen. Sie wollte was, Schäßel? Das hat sie in meinen Augen entstellt. Ich war getrennt, will denn auf dieser Welt jeder nur Geld. Der spielte in der Grube. Ich wusste, soll ein Stein in die Suppe. Doch die Plattenfirma kam, die Liebe denke nahm. Jetzt muss er nur noch Schrott, dafür ist er nicht arm. Jetzt hat er seinen Reichtum kaum verliebt. Und seine Freunde sind kaum noch zu zählen. Doch die Leiche in einem Jahr, sein Geld schon nicht mehr da. Dann ließ sie mir sich auf, wo warte ich seine Freunde schauen. Und deswegen, auch wenn euch das nicht so gefällt, das Wichtigste auf dieser Welt ist nun mal Geld. Doch noch eine Lösung rein. Denn ein Geheimnis gibt es schon zum glücklich sein. Am Samstag werde ich, und ich sag's auch süß für mich. So richtig billig wird der Tipp dann leider nicht, denn ich will. So sieht's mal aus. Gebt mir euer. Auch wenn euch das nicht so gefällt. Das Wichtigste für die beste Band der Welt
ist nun mal Geld. Spiel, Geld und Bete, Geld, um meine Augen knete, Geld.